Seht ihr auch diese Blasen? Wuhu, besser geht's nicht. Blasen sind echt magisch. Was zum? Hör auf damit. Ich könnte das ewig machen. Oh oh. Raus aus meiner Klasse. Sofort. Kein Fan von Blasen, was? Tja, dann verpassen sie was. Ich und meine Blasen sind weg. Warte, ein Plan formt sich. Ich fange besser gleich an. Ich stelle den Ventilator an meinen Tisch. Dann einschalten und da kommen die Blasen. Wow, guck dir das an. Das ist fantastisch. Die Lehrerin wird sich wundern. Was? Blasen? Nicht schon wieder. Wer ist dafür verantwortlich? Haha, die ist voll verwirrt. Puh, was für ein Tag. Ich muss mich entspannen. Hey, Mama, willst du spielen? Hier, fang. Nicht heute, Schatz. Ich bin zu müde. Aber, okay. Ich wollte nur Spaß haben. Warte, vielleicht kann ich helfen. Ich brauche diesen Koffer. Der behebt jedes Problem. Vertrau mir. Hier, für dich. Stifte. Ich wusste, sie lenken dich ab. Aber du brauchst auch Blätter. Wow, tolle Idee. Zum Glück hat das geklappt. Ich male ein hübsches Bild. Die Farbe mag ich nicht. Ich brauche einen anderen Stift. Und ich weiß, wo ich einen finde. Die Auswahl wird riesig sein. Lass es Stifte regnen. Juhu! Da kommen sie. Wow, guck dir die vielen Farben an. Wie ein Regenbogen. Du bist besser. Das wird toll. Meine Tage als Fußballspielerin sind vorbei. Jetzt bin ich eine Künstlerin. Ich will das gleich Mama zeigen. Was hast du getan? Überraschung? Oh, nein! Das ist deine Schuld. Warte, die Flasche. Was redest du da? Du wirst es lieben. Warte kurz. Ich muss etwas erledigen. Zuerst halbiere ich die Flasche. Ich brauche nur den unteren Teil. Das habe ich noch dreimal gemacht. Jetzt klebe ich Sticker auf. Die sehen süß aus. Dann die Flaschen zusammenkleben. Genau so. Mindy, das ist für dich. Schau mal. Was sagst du dazu? Das ist für deine Malsachen. So bleibt alles ordentlich zusammen. Wow, gute Idee, Mama. Gefällt mir. Hausaufgabenzeit. Mit dem Eis wird's nicht so schlimm. Das ist voll lecker. Los geht's. Das wird nicht lange dauern. Dann beiß ich vom Eis ab. Das fängt schon gut an. Eispause. Lecker. Das macht Spaß. So sind Hausaufgaben viel angenehmer. Okay, das war's. Ich bin fertig. Jetzt zu was Wichtigem. Ich esse mein Eis auf. Das ist so lecker. Hey, es schmilzt, es schmilzt. Nein! Alles auf mein Schulbuch getropft. Warum nur? Aber ich krieg das hin. Ich schneide den Eisstiel schräg ab. Dann brauche ich einen roten Stift, mit dem male ich den Eisstiel an. Bis ganz ans Ende. So geht's, den lege ich aufs Blatt. Und zeichne das Eis zum Stiel ein. Dann noch mit Schwarz umranden. Ich muss nur der Linie folgen. Okay. Jetzt brauche ich Kleber. Der kommt in die Mitte der Zeichnung. Zuerst am Rand entlang. Einmal rundherum. Dann arbeite ich mich zur Mitte vor. Genau so. Jetzt brauche ich farbige Perlen. Die streue ich über den Kleber. Das ist der lustige Teil. Den Rest puste ich weg. Und wenn der Kleber trocken ist, gibt es noch eine Sache zu tun. Ich muss dekorieren. Ich schreibe eine Nachricht drauf. Ein Eis am Stiel macht mich glücklich. Und Herzen sowieso. Und fertig. Wow, das ist fantastisch. Das lässt mich gut fühlen. Ich liebe es. Wünschst du dir mehr Spaß in der Schule? Bleib dran, denn der Unterricht beginnt. Oh, Frau Appleby ist so streng. Ob sie meinen Snack bemerken wird? Was hast du vor, Brian? Können wir uns jetzt bitte alle konzentrieren? Brian, hör auf! Mann, sie sieht alles. Gut, jetzt sich endlich beruhigt. Ich brauche wirklich einen Zuckerschock. Langsam und erwischt.
Du hältst dich wohl für clever, junger Mann. Es ist hoffnungslos. Ich werde wohl hungrig bleiben. Es sei denn... Hast du kariertes Papier? Benutze ein Lineal, um ein Stück rauszuschneiden. Nimm dann das Papier heraus. Trage Heißkleber entlang der Schnittkante auf. Dann sichere die Seiten mit einem Papierstreifen. Mach das an allen drei Seiten. Dann machst du noch ein paar Kleckse und klebst ein Stück Papier drauf. Jetzt schiebst du das Tablett mit den Süßigkeiten hinein. Ist die Luft rein? Wenn es passt, dann nimm einen schnellen Bissen. Ich habe nur mein Notizbuch geöffnet. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Was? Wo ist mein Telefon? Prüfung heute? Oh, ich muss lernen. Ich kann nicht glauben, dass ich wieder eingeschlafen bin. 2 minus 7 zum Umfang des Kreises B hinzufügen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Werde ich mich an all diese Zahlen erinnern? Ich kann mich kaum erinnern, was ich schreibe. Oh, warte eine Sekunde. Sollte ich es wagen? Oh ja, definitiv. Brauchst du eine Prüfungshilfe? Mach 2 Schlitze in dein Radiergummi. Dann nimm das Teil heraus und bedecke den freiliegenden Teil mit Klebstoff. Klebe deinen Minispiegel rein und schließ ihn wieder. Puh, ich hab's gerade noch geschafft. Hey, sieht aus, als wäre ich nicht der einzige Nervöse. Hey, hat jemand ein paar Antworten bestellt? Wow, ja bitte. Dieser Test wird ein Kinderspiel. Bleib einfach cool, Kumpel. Wow, dieses Kleid wäre perfekt für die Party. Und es ist im Angebot? Oh, meine Kleider sind so alt und hässlich. Warum kann ich mich nicht mehr wie sie anziehen? Ich frage mich, ob ich genug für dieses Kleid habe. Mal sehen. Es ist nicht genug. Hier. Versteckt sich hier drin noch mehr? Was sind 150 Euro minus 20%? Ich schreibe es besser auf. Okay, 150 Euro minus 20%. Multipliziere ich oder teile ich? Mach dir keine Sorgen, Lana. Das Berechnen von Prozentsätzen kann dir Kopfzerbrechen bereiten. Warte, ich glaube, ich habe es endlich geschafft. Oh, ich hasse Mathe. Was ist passiert? Ich bin die dümmste Person. Das ist passiert. Hey, willst du einen coolen Trick sehen? Du kannst es so berechnen. Multipliziere einfach die ersten beiden Zahlen. 15 und 20. Siehst du? Also für 20% von 150 Euro ziehst du einfach 30 ab. 120. Siehst du? Ich muss jetzt sofort ins Einkaufszentrum. Hey, brauchst du dein Geld nicht? Wir sehen uns. Lernstunde nach der Schule, hä? Huh? Die Putzfrau? Oh, dieser Ammoniakgeruch bringt mich immer zum Niesen. Fast fertig. Ups. Schätzchen, ich helfe dir. Hey, was machst du da? Oh nein. Die Freude, Linkshänder zu sein. Was soll ich jetzt machen? Handschuhe.
Die werden mein Problem lösen. Einfach die Latexhandschuhe schräg schneiden. Dann steckst du deinen Ring und deinen kleinen Finger durch. Das brauche ich nicht. Oh, tut mir leid. Jetzt bist du tintenfrei. Das ist der Traum jedes Linkshänders. Du weißt, dass sie hier nicht erlaubt sind. Das kommt in dein Schließfach. Oh. Brian? Du bist telefonfrei? Was ist das denn? Hä? Oh Mann, voll erwischt. Ich bin gleich wieder da. Operation Telefonschmuggel beginnt. Sieht aus, als wäre die Luft rein. An der Tür bin ich vorbei. Hä? Jedenfalls, wie ich schon sagte, du kannst später zurückrufen. Ich bin der schlechteste Schmuggler aller Zeiten. Hey, ist das ein Saftbeutel? Ich frag mich, ob ich einfach... Yep. Willst du dein Handy reinschmuggeln? Nimm die Hülle ab und leg sie auf eine große Plastiktüte. Dann zeichne sie vorsichtig mit einem Marker nach. Sobald das erledigt ist, nimm die Hülle weg und schneide es aus. Bleib auf der Linie. Um das Plastik zu verschließen, falte Wachspapier über den Rand und drücke mit einem heißen Eisen drauf. Dann nimm das Mundstück und entferne das innere Plastikteil. Dreh es auf die Seite und mach Heißkleber darauf. Befestige das Stück am Plastik und jetzt sieht es aus wie eine Safttüte. Füll ihn auf. Sobald sie voll ist, schraubst du den Deckel auf. Steck das Handy wieder in die Hülle. Und drücke Heißleim drauf. Dann die Tüte drauf und fertig. Oh, Entschuldigung, Frau Lehrerin. Brian, was? Es ist nur ein Saft. Hier. Ah, okay. Saft ist in Ordnung. Also gut. Ah, wieder ein langweiliger Vortrag. Frau Appleby hört nie auf zu quasseln. Ich beobachte euch. Perfekte Zeit für ein kleines Nickerchen. Warum ist Brian immer so müde? Ha! Betty! Stopp! Gib mir ungefähr 5 Minuten, okay? Mensch! Was ist das? Beton? Ah! Aua, ich will nur ein Nickerchen machen. Gute Nacht, Brian. Betty, nein. Oh, hallo? Oh, meine Güte, du wirst es nicht glauben. Ich habe meinen zukünftigen Ehemann getroffen. Endlich. Hey, da ist ein Loch in diesem Ding. Aha. Wow. Brauchst du ein Kissen? Schneide so einen Schlitz in deinen Pulli. Dann stopf es mit Fusseln aus. Vergiss nicht, das Loch zu nähen. Schneide den Faden ab und fertig. Nach diesem kurzen Nickerchen bin ich wieder bei dir. Ah. Okay. Sehen meine Haare gut aus? Richtig gut? Auf keinen Fall. Nicht für heute. Wie ist das hier reingekommen? Das könnte funktionieren. Oh ja, sieht gut aus. Ich glaube, ich bin bereit. Was sollen die ganzen Schüfte? Ich falle! Oh, mein Kopf. Was ist das? Ich habe aber auch Pech. Dämliche Buntstifte. Ah, warte mal. Ja,
Um ein zerrissenes Hemd zu nutzen, zeichne ein Rechteck mit einem Bilderrahmen auf. Dann schneide es aus. Leg den Stoff gegen die Rückseite des Rahmens. Dann befestige ihn. Benutze die Tasche, um deine Stifte zu organisieren. Stell es irgendwo hin, damit sie leicht zugänglich sind. Ziemlich raffiniert, oder? Party time! Hi du! Wie ich sehe, hast du deine Fliege? Darauf kannst du wetten! Viel Spaß! Die Musik ist der Hammer! Keine Fliege? Ha? Nur einen Kragen? Keine Fliege, keine Party! Echt jetzt? Warte kurz! Ich werde was basteln! Was machst du da unten? Nur ein bisschen 3D-Stiftmagie! Du willst eine Fliege? Du bekommst eine Fliege. Ich muss die nur ausmalen. Sieht schon gut aus. Hier noch ein bisschen. Und fertig. Hier, sag Hallo zu meiner Fliege, Baby. Oh yeah, gefällt mir. Bin gleich wieder da, okay? Tanzt weiter. Oh, meine Füße schmerzen. Warum habe ich die angezogen? Phew, was für eine Erleichterung. Ekelhaft. Hier liegt überall Müll rum. Ich laufe nicht barfuß. Sonst stecke ich mich mit irgendwas an. Nein, auf keinen Fall. Ich muss lächeln und es ertragen. Oh Mann, oh, fast geschafft. Au, wow. Oh, das gibt blaue Flecken. Hey, sind das Schuhe? Aber schmutzige. Naja. Aber ich kann die ja sauber machen. Warte mal. Diese Wirbel bringen mich auf eine Idee. Makeover! Schmutzige Schuhe verdienen eine zweite Chance. Nichts, was ein 3D-Stift nicht hinkriegt. Man muss nur kreativ werden. Noch ein paar Farben? Das sieht gut aus. Aber ich habe noch ein paar Lücken zu füllen. Hier geht's ums Muster. Jetzt kommt helles Grün. Das passt perfekt. Auch wenn es eine Weile dauert. Zeit, die Richtung zu ändern. Damit hast du nicht gerechnet, was? Und jetzt zum letzten Schliff. Sag Hallo zu meinen neuen individuellen Schuhen. Inspiriert vom einzigartigen Van Gogh. Eine Sache gibt's noch zu tun. In die Schuhe schlüpfen. Wow, die passen perfekt. Ich bin echt happy. Und jetzt zurück auf die Tanzfläche. Was geht, Leute? Hm, mein Haar ist fast perfekt. So wird's gehen. Ah, schön bequem. Oder auch nicht. Ach, ich finde nicht die richtige Position. Ah, warum? Ist wirklich schon morgen? Ah, wer ist das? Ich sehe abscheulich aus. Wie konnte das passieren? Zurück zum Anfang. Du weißt, was zu tun ist. Komm schon. Bitte, komm schon. Oh nein, das ist nicht gut. Mein einziger Kamm. Oh, Schatz. Wow, dein Frühstück. Papi, meine Haare. Hä? Ein Problem nach dem anderen. Okay, los geht's. Das schreit nach meinem 3D-Stift. Und natürlich deine Lieblingsfarbe, rosa. Weißt du schon, was ich mache? Keine Bange, das ist nur der Umriss. Jetzt fülle ich den aus. Das ist ein bisschen mühsam. Aber warte, bis du das Endprodukt siehst. Hier noch ein bisschen. Perfekt. Jetzt zum mittleren Abschnitt. Die Linien sind jetzt schräg. Unten geht's weiter. Viele Linien. Ist irgendwie hypnotisierend, oder? Noch ein bisschen mehr. Jetzt zum wichtigsten Teil. Die Zinken natürlich. Ist ja schließlich ein Kamm. Aber der ist niedlicher als die anderen. Tada! Fertig! Wow, der ist so schön! Schluss mit dem Gewirr! Tut kein bisschen weh. Wow, so seidig weich. Meinen alten Kamm vermisse ich gar nicht. Wow, guck dir diese Locken an.
Danke. Oh ja, das wird richtige Kunst. Darf meine Narbe nicht vergessen. Hey, Papi. Was hast du denn jetzt gemalt? Das sind du und ich, Papi. Nicht ganz. Halt mal. Ich zeige dir einen kleinen Trick. Okay. Das ist dein Name. Madison. Das weiß ich schon, Papa. Oh, warte. Ich hab's kapiert. Lass mich mal. So? Ganz genau. Dann ein A? Aha, mach weiter. Ja, genau so. Ja? Fast geschafft. Ja, nur noch ein Buchstabe. Das war's. So knapp. Oh. Ist das falsch? Ich kann das nicht. Gib nicht auf. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Wir brauchen den Boden dieses Glases. Jetzt gehe ich mit dem 3D-Stift am Rand entlang. Einmal komplett rum. Da kommen Perlen mit Buchstaben drauf. Weißt du schon, was ich buchstabiere? Genau, es ist Madison. Durch die Extraschicht wird alles fixiert. Jetzt zum besten Teil. Das kommt um dein Handgelenk. Cool. Jetzt vergesse ich nicht mehr, wie ich meinen Namen schreibe. Cool. Versuch's nochmal. Ich glaub an dich, Süße. Ja, du hast es geschafft. Mein kleiner leuchtender Stern. Okay, ich muss gleich zum Unterricht. Wow, das ist so cool. Welche Frisur wollen wir nehmen? Nee, grün nicht. Ich denke, ich weiß. Wir nehmen Nummer 3. Oh, was ist das denn? Lass los, das ist meins. Ich will das sehen. Wow, was ist passiert? Da seid ihr ja. Endlich. Willkommen zur Kunst-Challenge. Wir fangen besser gleich an. Als erstes kommt Trommelwirbel bitte. Ein Regenbogen. Cool, ich liebe Regenbögen. Bringen wir es einfach hinter uns. Ich brauche etwas aus meiner Tasche. Dann schaue ich auch mal nach. Was habe ich eigentlich? Das ist deine Tasche? Aha, das brauche ich für mein Bild. Hey, cool, dass ich die noch hab. Riecht noch frisch. Willst du mich verarschen? Ich kotz gleich. Ach, ich mach doch nur Quatsch. Ich brauche einen Stift. Ein mit Diamanten besetzter Stift natürlich. Ugh, wo kommt das denn her? Das bringt mich auf eine Idee. Hey, Kendall, nimm das weg von mir. Ugh, so eklig. Okay, ich falte zuerst das Blatt. Dann stelle ich die Stiftdose drauf, um einen Kreis zu zeichnen. Da male ich ein Gesicht rein. Ich fange mit den Augen an. Der Mund beginnt an der Falz. So ein schönes Lächeln. Jetzt öffne ich das Blatt. Ich benutze mein Geld als Lineal, um beide Gesichtshälften zu verbinden. Und jetzt kommt Farbe ins Spiel. Es soll so leuchtend wie möglich werden. Ich male den Regenbogen direkt in den Mund. Jetzt kann ich das Blatt wieder umklappen. Das sieht toll aus. Guck dir das an. Ziemlich cool, was? Wow. Mir fällt die Kinnlade runter. Britney hat ja noch nicht mal angefangen. Ich muss hier doch was haben. Oh hey, ich habe meine alte Kreide gefunden. Die kann ich jetzt gut gebrauchen. Und ich brauche meinen lieben Hammer. Ich mache noch schnell eine Schmetterlingsschablone. Die lege ich auf das schwarze Blatt. Jetzt kommt die Kreide drauf. Und dann wird gehämmert. Oh ja, das macht Spaß. Das wirkt sogar richtig entspannend. Jetzt kann ich die Schablone runternehmen. Und ich habe einen schönen Schmetterling. Ausgezeichnete Arbeit, Mädels. Ich weiß. Es ist eine schwierige Entscheidung. Aber Britney gewinnt. Wirklich? Wow, danke. Ugh, das ist doch unfair. Hey, sei nicht sauer. Ich mag deine Zeichnung. Hey, Romantik liegt in der Luft. Hier kommt eure nächste Challenge. Es ist das Herz der Liebe. Und als Inspiration habe ich einen besonderen Gast. Schaut mal da drüben. Hallo, meine Damen. Ich zeige euch meinen glühenden Blick. Gut, dass ich an die Windmaschine gedacht habe. Oh, er ist süß. Hey, ich habe ihn zuerst gesehen. Nein. Diese Runde muss ich gewinnen. Dafür müsste ich mir was Besonderes einfallen lassen. Gib mir die Herzen. Ich will mehr. Ich mach so schnell ich kann. Ich bin nicht gut unter Druck.
Hier, bitte sehr. Genau, was ich brauche. Brian ist zum Verlieben. Wir wären ein so glückliches Paar. Okay, los geht's. Ich fange mit einer romantischen Nachricht an. Das sagt genau, was ich fühle. Jetzt gehe ich mit einem goldenen Stift drumherum. Ich male noch ein paar Sterne drauf. Auf den anderen Herzen stehen andere Nachrichten. Ich glaube, ich nehme das hier. Ich falte die Seiten um und drücke sie an, um eine Falze zu machen. Jetzt falte ich den oberen Teil um. So entsteht ein kleiner Umschlag. Mit einem Aufkleber versiegle ich den. Ich stecke den zu den anderen. Jetzt habe ich eine kleine Sammlung von Liebesbriefen. Eine der süßesten Schlüsselanhänger. Wow, das ist ziemlich gut. Ist schwieriger, als ich dachte. Mir fällt nicht mal was Richtiges ein. Na gut, ich fange einfach an. Ich male ein Herz. Aber kein gewöhnliches Liebesherz. Es ist anders, aber es wird gut aussehen. Hallo, ihr. Mir gefällt dein Landstreicher-Look und deine Zeichnung bezaubernd. Eine Rose für eine Rose. Wow, was für ein Gentleman. Und was ist das? Ist das für mich? Schön und talentiert. Was für eine Kombination. Ich habe auch etwas für dich. Oh, sei still, mein Herz. Ja, diese Reaktion kenne ich schon. Hast du auch etwas für mich? Ruhe, das ist meine Zeit. Das ist ja praktisch. Nur ein kleiner Spaß. Eure nächste Challenge ist ein Pinsel. Wo ist Britney? Woher soll ich das wissen? Na egal. Fangen wir ohne sie an. Leg los. Das sollte einfach sein. Hallo, ich möchte bestellen. Was für ein toller Service. Ich liebe shoppen. Das ist mein Lieblingshobby. Okay, dann hole ich den mal raus. Wie hat der da überhaupt reingepasst? Schwer ist der auch noch. Aber er ist perfekt. Die Schachtel kann weg. Sorry, bin zu spät. Oh mein Gott, ist das Klopapier? Hä? Wovon redest du? Oh ja, ups. Das war ja peinlich. Und was habe ich verpasst? Warte, ich muss noch was erledigen. Bitte hör auf damit. Oh ja, das fühlt sich gut an. Oh, den kann ich gebrauchen. Ich brauche keinen Pinsel. Ich breche den in zwei Hälften. Und dann rolle ich den in Klopapier ein. Das muss schön eng anliegen. Jetzt wickle ich grünes Plastik drum. Genau so. Dann brauche ich einen Aufkleber. Der soll das fixieren. Sieht gut aus. Ich stecke den dann ins durchsichtige Rohr. Ich glaube, ich bin fertig. Ich tauche das erste Stäbchen in rosa Farbe. Passend zum Kunststoff. Und dann male ich damit auf dem Blatt. Wenn ich mit der Farbe fertig bin, tausche ich das Stäbchen. Jetzt kommt Blau. Die Watte soll sich schön mit Farbe aufsaugen. Und dann kann ich weitermalen. Was zum... So ist es also, ja? Dann schau dir das an. Ich habe große Pläne. Und ich werde ein Meisterwerk erschaffen. Ich bin fertig. Was? Warum hast du das gemacht? Du hast verloren. Hey, der Pinsel ist mir nur ausgerutscht. Sorry, muss auf meinen Kaliumspiegel achten. Das ist die nächste Challenge. Die ganze Arbeit macht mich hungrig. Bring mir was zu essen. Das ist gut. Das sieht alles sehr lecker aus. Was probiere ich zuerst? Wow, das sieht gut aus. Ich will auch was. Nimm deine schmutzigen Finger weg. Ich will nicht, dass du mein Essen anfasst. Ach komm schon, du schaffst das doch nicht alles. Gut, ich gebe dir ein Ei. Fang. Wow, vorsichtig. Nicht fallen lassen. Puh, das war knapp. Danke. Ich schlage das Ei über einer Schüssel auf. Ich will nämlich das Eigelb trennen. Das kommt in eine andere Schüssel. Mit meinen Fingern mache ich es kaputt. Fühlt sich so schleimig an. Jetzt gebe ich etwas Öl dazu. Noch ein bisschen mehr. Und dann umrühren. Jetzt ziehe ich die Spritze mit der Mischung auf. Dadurch wird der folgende Schritt einfacher und keine Schweinerei. Ich gebe die Eiermischung zum Farbpulver, aber nicht viel. Nur ein paar Tropfen. Mit einem Pinsel vermische ich das Ei und die Farbe. Das sieht gut aus. Jetzt zerdrücke ich die Eierschale etwas. Ich will kleine Stücke haben. Ich nehme dieses Stück Schale und male es blau an. Mir gefällt die Farbe. Ich habe eine Vase gezeichnet und auf die klebe ich die Schale. Dann kommen noch Blumen dazu. Jetzt kriege ich wirklich nichts mehr runter. Warte, vielleicht habe ich zu viel gegessen. Wow. Ups, das war ich. Besser oben als unten. Ich will kein Essen verschwenden. Vielleicht kann ich mit dem was anfangen.
Ich habe die Leinwand blau angemalt und jetzt benutze ich den Brokkoli als Pinsel. Ich tupfe Farbe auf die Leinwand. Ich nehme verschiedene Farben. Dadurch entsteht ein toller Laubeffekt. Guck dir das an. Das ist schön. Gefällt mir, sehr kreativ. Wie soll ich mich entscheiden? Es ist knapp, aber Kendall gewinnt. Ja, ich bin die Größte. Okay, bleib locker, Picasso. Hui, wie schön sich das dreht. Schaut euch die nächste Challenge an. Wie aufregend. Soll das ein Witz sein? Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Oh, hier hängt ein Faden an meinem Hemd. Hier ist noch einer. Mehr brauche ich nicht. Vielleicht ist da was Nützliches dabei. Make-up. Kendall wird's gar nicht bemerken. Das ist meine Chance. Einfach normal verhalten. Hier gibt's nichts zu sehen. Das perfekte Verbrechen. Ich trage Lippenstift auf die Fäden auf. Die kommen dann in den Malblock. Ich ordne sie zu einem Wellenmuster an. Dann klappe ich den Block zu und ziehe die Fäden raus. Und zurück bleibt ein abstraktes Bild. Sieht toll aus. Wow, das ist wirklich beeindruckend. Warte, Brittany. Ja? Wie ist der denn hier hingekommen? Oh, den kannst du behalten. Ich nehme lieber den Pinsel. Ich male meine Leinwand schwarz an, aber nur zur Hälfte. Dann trage ich eine Linie Klebstoff auf. Ich verstreiche den Kleber über die schwarze Farbe und die leere Leinwand. Genau so. Bevor der fest wird, streue ich Glitzer drüber. Ich muss mich beeilen. Puh, ganz schön anstrengend. Hä? Ist das Gold? Das wird toll auf dem Bild aussehen. Sogar meine Schuppen sind reich. Ich sollte aber besseres Shampoo kaufen. Ich lege eine Herzschablone auf die Leinwand und schnapp mir Sprühfarbe. Ich gehe damit über die Schablone. Die Farbe ist so intensiv. Jetzt kann die Schablone runter. Wow, das hänge ich mir an meine Wand. Das ist gut, stimmt's? Oh ja, warte, bis du das siehst. Wow, meine Augen. Ich sehe nichts mehr. Leg es ab. So ist es besser. Wow, es ist wunderbar. Es ist was ganz Besonderes. Warne mich das nächste Mal vor. Es gibt nichts Tolleres als Kunst. Voller Ausdruck, emotional und manchmal auch ziemlich weird. Aber wie auch immer du das siehst, wir brauchen alle ein bisschen Farbe in unserem Leben. Also plündern wir die Farbenläden und schnappen wir uns Pinsel und Stift. Es wird Zeit für eine lustige Farbchallenge. Ich frag mich, was das ist. Ich bin so aufgeregt. Bisher bin ich aber ziemlich enttäuscht. Ja, genau, oder? Was ist das für ein Geräusch? Überraschung? Immer noch nichts. Hallo, wir warten. Wow, das war ziemlich cool. Wow, sollen wir es aufmachen? Naja, das gehört mir. Hey, gib her, das war meine Idee. Finger weg. Du bist voll gemein, Chris. Uhu, Seifenblasen. Ist mir doch egal. Aber die sind schon schön. Darf ich mal? Nein. Oh, bitte. Das macht voll Spaß. Hey, guck mal da. Das bringt mich auf eine Idee. Das wird richtig gut. Nimm dir eine Leinwand. Streiche dann Farbe mit einer Rolle drauf. Die gesamte Leinwand muss bedeckt sein. Und nun nimm dir einen Kaffeebecher und tunke ihn in weiße Farbe. Und presse ihn auf die Leinwand. Sei dabei so kreativ, wie du willst. Und nun male bunte Spiegelungen in die Kreise. Nimm ruhig verschiedene Farben, damit es realistischer aussieht. Wir versuchen hier, das Licht in den Seifenblasen festzuhalten. Sieht echt gut aus! Und nun noch ein paar finale Details. Das ist so mega geworden. Ich bin eine wahre Künstlerin. Hey Chris, ich habe jetzt meine eigenen Seifenblasen. Was? Na, neidisch? Kann ich das mal haben? Lass uns tauschen. Gib her. Wow. Hä? Wo ist denn die Seife? Das Ding ist leer. Wie unfair. Oh, hab wohl vergessen zu erwähnen, dass ich's leer gemacht habe. Das ist nicht lustig. Okay, Zeit für die nächste Challenge. Oh mein Gott, ein Einhorn! Ich bin so glücklich darüber! Wow, komm mal wieder runter. Ich muss echt mit anderen Leuten rumhängen. Was machst du da, Chris? Ich bin Prinzessin Sparkles, Herrscherin von Regenbogenland. Ah, klar. Das ist aber mal ein neuer Look für dich. Bitte nicht. Du zerstörst meinen Moment, okay? Lass uns mal am Rad drehen. Das ist so mega!
keine Hände? Kein Problem, dann mal los. Ich tue meine hinter meinen Rücken. Gar keine so schlechte Idee. Ich dachte, das wäre schwerer. Nicht schlecht. Fertig. Und wie findest du's? Das ist auf jeden Fall besonders. Was weißt du schon von Kunst? Ich zeig dir, wie man Einhörner malt. Muss nur noch den Maßstab berechnen. Oh, ja, ich berechne auch immer den Maßstab. Definitiv ein Einhorn, ja. Was macht er denn jetzt? Ich glaube, ich habe einen Plan. Das sollte alles einfacher machen. Nimm dir ein kariertes Blatt Papier und beginne, ein Einhorn zu zeichnen. Am Anfang sieht es vielleicht noch seltsam aus, aber vertrau uns. Das sieht schon mal gut aus. Sobald du den Umriss gemalt hast, kannst du die Flächen ausfüllen. Auf diese Art kannst du sehr detailreich zeichnen. Mit Hilfe von kariertem Papier kannst du Zeichnungen vergrößern. Und es macht das Zeichnen leichter. Und jetzt noch die Farbe. Wenn Ausmalen so einfach wäre. Das Horn machen wir extra bunt. Ich habe ja gesagt, wir wissen, was wir tun. So, mein Einhorn ist fertig. Guck mal. Voll gut, oder? Wie hast du das denn gemacht? Naja, dafür hat meins eine bunte Mähne. Immerhin hast du es versucht. Ja, ich weiß. Bei der Runde habe ich ein gutes Gefühl. Oh, ein Herz, voll süß. Mal gucken, wer drehen darf. Ich bin der Beste im Daumenkrieg. Juhu, gewonnen! Oh, so knapp. Bitte nichts Schlimmes. Kein Papier? Aber wie soll ich denn dann was zeichnen? Wahrscheinlich sollst du genau das herausfinden. Schau her. Ich beginne mit einer senkrechten Linie in der Mitte. Und noch zwei daneben. Dann oben und unten waagerechte Linien. Und nun die Seiten vom Herz. Mit dem Bleistift zeichnen wir super Hilfslinien, bevor wir mit der Farbe loslegen. Sobald die Grundform fertig ist, radiere die Linien an den Ecken weg. Dann nimm dir einen Stift und ziehe die Linien nach. So entsteht ein 3D-Effekt. Und nun kommt noch die Farbe. Bleib dabei unbedingt innerhalb der Linien. Wenn das fertig ist, kannst du die Innenseiten schattieren. Das geht am besten mit einem Bleistift. Schraffiere an den Stellen, wo du den Schatten haben möchtest, beziehungsweise dort, wo das Licht anders hinfallen könnte. Das ist mal eine andere Art, ein Herz zu malen und es sieht beeindruckend aus. Das war's. Und wie gefällt's dir? Wow, ich meine, ist okay. Was kann ich denn nehmen? Ich weiß, meine Hände. Das ist etwas zu simpel. Aber irgendwas muss ich doch machen können. Ich hab's. Ein Mini-Herz. Wie findest du das? Es ist ein Herz. Nein, ist es nicht. Sorry. Okay, was hältst du davon? Oh, gib's einfach auf, okay? Ich weiß, dass ich's schaffe. Kommt schon, Finger, lasst mich nicht hängen. Ich glaube, ich hab's. Ich brauche dafür nur einen roten Stift. Lege einen Finger auf den anderen. Male dann ein Herz. Und male es rot aus. Gar nicht so schlecht. Ich mag's. Oder besser, ich liebe es. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich male noch einen Smiley dazu. Und noch einen für die wahre Liebe. Ist das romantisch? Guck mal. Ernsthaft? Oh, das ist so süß. Moment, ich habe auch eine Idee. Mach's aber nicht kaputt. Nein, das wird super. So, sie umarmen sich. Ich glaube, ich muss gleich weinen. Das ist so süß. Welchen Stift soll ich nehmen? Blau oder grün? Schau sie dir an. Ich liebe dich. Mua, mua. Bis später in meinen Träumen. Wow! Eine Schnecke, cool. Wer dreht das Rad? Gewonnen! Oh, ich war so sicher, dass ich gewinne. Komm schon. Keine Hände schon wieder? Oh, na gut, ich schaffe das schon irgendwie. Und los geht's. Vielleicht kann ich ihr helfen. So. Hey, du machst das falsch.
Aber wie? Oh, na gut, dann probiere ich's mal. Mach die Augen zu. Warum verhältst du dich so komisch? Fein. Zum Glück habe ich diese Schlafbrille. Wie sehe ich aus? Perfekt. Das ist schwieriger, als es aussieht. Du bist toll. Ich meine, du machst das toll. Ich sollte sie küssen. Aber Moment, ich darf das nicht vergessen. Das ist doch ein Witz. Ich habe $20 dafür ausgegeben. So was Blödes. Obwohl, ich muss mich beeilen. Weg mit dir. Wer braucht schon teure Blumen, wenn man einen Stift hat? Mal dir einfach deine eigene. So ist es auch viel romantischer. Nur noch der Stiel und fertig. Ich hoffe, es gefällt ihr. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemalt habe. Ist aber ziemlich gut geworden. Also, es ist eine Schnecke. Ich habe auch was gemalt. Für mich? Du bist noch viel schöner als jede Rose der Welt. Oh je, ich werde ganz rot. Aber das ist auch mega romantisch. Ein neuer Tag zum Geldverdienen. Ich lasse nicht jeden in die Klasse. Bleib da stehen. Weißt du nicht, wer ich bin? Warte, bis Vater davon erfährt. Darüber wird er nicht erfreut sein. Okay. Thank you. Oh, ist nur Kleingeld. Das lasse ich einfach liegen. Oh, reiche Kinder. Die Wache ist unheimlich. Sie macht mir Angst. Okay, los, jetzt. Ich schaff das. Einfach normal verhalten. Stopp. Ist das Ding sicher? War klar, dass es das anzeigt. Nein, du kommst hier nicht rein. Hau ab. Du bist arm. Ach, musst ja nicht gleich so gemein sein. Was zum... Oh! Autsch, das tat weh. Worauf bin ich gelandet? Hä? Sind das Diamanten? Wow, das sind Diamanten. Fällt Ihnen eine Veränderung an mir auf? Vielleicht ein bisschen Glitzer? Also, darf ich jetzt rein? Ich lasse das den Scanner entscheiden. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Hä? Da steht reich. Das verstehe ich nicht. Aber der Scanner lügt nicht. Geh rein. Wirklich? Ich meine, alles klar. Ich bereite mich auf den Unterricht vor und hole meine Bücher raus. Mal sehen, was heute drankommt. Hoffe, was Interessantes. Oh gut, ich bin pünktlich. Der Jet musste zum Tanken zwischenlanden. Können wir endlich anfangen? Ich habe einen Tisch reserviert. Wow, was für ein cooles Notizbuch. Ich weiß, ist was Besonderes. Aber warte, bis du das siehst. Nein, unmöglich. Check mal mein Handy. Unfassbar, was ich da sehe. Ich möchte es anfassen. Oh nein. Ziemlich cool, was? Heute bin ich in Cupcake-Stimmung. Das kommt auf mein Notizbuch. Sieht fantastisch aus. Ist okay, neidisch zu sein. Mein Notizbuch ist langweilig. So schöne Dinge kann ich mir nie leisten. Oh, das Leben ist ungerecht. Warte mal. Ich weiß, was ich mache. Zuerst schneide ich die Bilder aus. Hm, das macht Appetit. Okay, das ist das Letzte. Jetzt geht's weiter. Ich hätte mich mal ans Rezept halten sollen. Achtung, ich komme. Ich darf doch. Ich muss nur das Richtige finden. Aha, danach habe ich gesucht. Nein, nicht das Croissant. Ich brauche das Backpapier. Jetzt ganz vorsichtig. Er darf mich nicht erwischen. Das perfekte Verbrechen. Noch ein bisschen weiter. Ich habe das Backpapier in Quadrate geschnitten. Auf die lege ich die Bilder. Die überklebe ich jetzt mit Tape. Das muss glatt drauf. Ich will keine Falten haben. Jetzt schneide ich die aus. Das mache ich ganz vorsichtig. Ich muss dem Umriss folgen. Sieht gut aus. Jetzt ziehe ich das Backpapier ab und klebe das auf mein Notizbuch. Sieht gut aus. Das mache ich auch mit den anderen. Wow, sieht schon viel besser aus. Darf die Pizza nicht vergessen. Hey Alex, guck dir das mal an. Was? Die Farben, die Bilder. Wow, gefällt mir. Das freut mich wirklich. Was ist das für eine Brühe? Hi, ich nehme eine Schüssel. Davon. Ach. Dafür war ich in der Kochschule. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich nenne das grünes Zeug. Hier, bitte sehr. Ist ein bisschen schleimig. Warte kurz. Lassen Sie sich Zeit.
Runter von meiner Kelle. Wer braucht schon eine Schüssel? Hab's. Genieß es. Guck dir das an. Gratis Essen? Das esse ich auf keinen Fall. Ich bestell was. Das sieht gut aus. Durch die Klumpen hat man was zum Beißen. Lecker. Ich hau gleich rein. Das ist total ekelhaft. Wie kann sie das nur essen? Butler? Ah, das ist besser. Danke, Butler. Ich bevorzuge die köstlichen Dinge des Lebens und nichts ist besser als frisches Sushi. Das sieht köstlich aus. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Warte, was ist das für ein Summen? Das ist eine Fliege und die sitzt auf meinem Sushi. Was soll ich tun? Alles ist ruiniert. Ich muss kotzen. Ist doch keine große Sache. Ist nur eine Fliege. Hey, Alex. Kann ich das haben? Bedien dich. Hoffe, dir geht's besser. Hau ab, Fliege. Schick. Das ist echt gut. Unfassbar, dass ich auf dem Boden sitzen muss. So kann ich kaum arbeiten. Hä? Regnet das Geld? Was ist hier los? Und sie haben mir einen Diamanten gegeben. Nur ein. Unglaublich, oder? Der Unterricht fängt gleich an. Oh, auf die Sekunde genau. Oh, ich muss los. Wir quatschen später. Wo willst du hin? Bleib da stehen. Was gibt's für ein Problem? Lass dich mal anschauen. Ich habe keine Zeit für sowas. Das habe ich mir gedacht. Du trägst kein Hemd. Das werden wir ja noch sehen. Vater, schick den Hubschrauber sofort. Oh, was ist hier los? Ist das eine Entführung? Rette sich, wer kann. Oh, eine Sonderlieferung. Danke, Leute. Genau, was ich brauche. Dann lege ich's mal an. Das sollte reichen. Ich steck's nur noch rein. Das soll ja auch gut aussehen. Ha, das tue ich immer. It's Showtime. Kann ich jetzt im Unterricht? Schauen wir mal. Oh, viel besser. Du erfüllst die Anforderungen. Entschuldige die Unannehmlichkeiten. Oh, vielen Dank. Und was mache ich? Vielleicht kann ich mein T-Shirt verstecken. Bleib stehen. Ich muss dein Outfit sehen. Hör auf, dich zu bewegen. Ich mag dieses Spiel. Still, still. Es reicht. Tada. Netter Versuch. Aber ich will zum Unterricht. Hey, ich habe eine Idee. Ich schneide ein Blatt so zurecht. Das lege ich um meinen Hals. Und ich habe einen niedlichen Kragen. Los geht's. Wow, ich bin beeindruckt. Das ist ein schöner weißer Kragen. Geh rein. Danke. Guck dir das an, Alex. Ziemlich schick, was? Ich ziehe italienische Seide dem Papier vor. Aber ich mache meine eigenen Regeln. Ich trage keinen Kragen. Das gehört in den Müll. Wirklich? Ich hol besser was zum Schreiben raus. Oh, ganz vergessen. Dann muss ich wohl das nehmen. Modisch und praktisch. Ich wette, dein Hemd kann das nicht. Oh, puh. Das ist schwer. Und so viel zu lernen. Erzähl mir was Neues. Ich kapier nichts davon. Das macht alles keinen Sinn. Überall liegen Blätter rum. Ich muss mich besser organisieren. Dann fange ich mal an. So machst du das? Ich nutze lieber das hier. Hä? Was ist das? Schau es dir an. Ich steck das Blatt hier rein. Dann drehe ich den Griff. Und das Blatt wird geschreddert. Geht schnell und einfach. Wow, das ist fantastisch. Ich hätte auch gerne einen Schredder. Ich weiß, ich habe einen Schredder. Die machen das genauso gut. Und das fühlt sich gut an. Alles erledigt. Aber auf meinem Tisch türmt sich immer noch ein riesiger Papierberg. Das ist echt interessant. Wow, jemand hat seine Limo stehen lassen. Und in der Dose ist noch was drin. Träumig. Die werde ich genießen. Oh ja, die schmeckt noch frisch. Das ist voll lustig. Hey, das sind echt viele Snacks. Ich kann nicht erst nur mein Telefon halten. Ich stell's hier hin. Na los. Brauchst du Hilfe? Schon gut, ich hab's gleich. Bist du dir da sicher? Ist schwer mit anzusehen.
Ich weiß, was zu tun ist. Ich mache eine Delle in die Dose. Versuch's damit. Wow, fantastisch. Das ist perfekt. Du bist ein Genie. Chips? Puppets machen so Spaß. Und weißt du, dass man mit denen auch Schmuck machen kann? Nutze einen 3D-Stift, um eine Blase zu füllen. Genau so. Und dann platziere den Ohrstecker drauf. Mit dem 3D-Stift bedeckst du gleich den Stecker. Dann warte, bis alles trocken ist. Hol ihn aus dem Puppet und bewundere deinen neuen Ohrring. Oder noch besser, trage sie. Sieht ziemlich gut aus, hä? Oh, was ist letzte Nacht passiert? Ich glaube, wir haben zu viel gefeiert. Ich kann es kaum glauben, dass ich heiraten werde. Wow! Ich freue mich so sehr für dich. Prost! Woohoo! Das mache ich nicht nochmal. Ich mache mich lieber mal frisch. Was für eine Unordnung. Toll, dann muss ich auch noch aufräumen. Wow, was ist mit meinem Make-up passiert? Warte, ich erinnere mich da an was. Ich glaube, wir waren im Club. Juhu, Applaus für Mia, lass uns feiern. Oh yeah, Ladies. Wer singt als nächstes? Huh? Ups, sorry, lass uns abhauen. Wow, das war voll peinlich. Und sie steht in meinem Badezimmer. Was ist mit der Toilette passiert? Voll seltsam. Bitte lass das das Schlimmste sein, was passiert ist. Warte. Das ist die beste Nacht aller Zeiten. Wir sollten das jedes Wochenende machen. Das mache ich definitiv nicht jedes Wochenende. Jeder einzelne Teil meines Körpers tut weh. Hä? Wo kommt das denn her? Lass uns spielen. Ich will ein Puppet gewinnen. Mach weiter. Juhu, wir haben es geschafft. Das war nicht so schlecht. Oh nein, mein Ring. Ah! Oh je, oh je. Wo bin ich? Ich sollte heute eigentlich heiraten. Ich brauche einen Ring. Ich muss mir was einfallen lassen. Es wird Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Zuerst brauche ich eine Muffinform. Und da gieße ich klaren Epoxidharz rein. Jetzt mache ich noch ein paar rote Tropfen hinein und verrühre alles. Mit dem Pinsel kreiere ich einen Wirbel. Bevor es fest wird, drücke ich einen Ring hinein. Ich glaube, es ist fertig. Yes, perfektes Timing. Lass uns heiraten. Ich liebe Schokolade. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Oh, Schatz, vergiss deinen Ring nicht. Er passt perfekt. Oh, so romantisch. Wir sind verheiratet. Und nun darf ich die Braut küssen. Ein weiterer Tag, ein weiterer Dollar. Kleiner Bankgag am Rande. Hallo. Hi, ich wollte mit dir über... wer sind Sie? Dein Ernst? Ich bin's. Muss das wirklich sein? Oh, Mia! Hi, schön, dich zu sehen. Na, endlich. Jedes Mal das Gleiche. Ich will meine Sachen haben. Deine Füße sind auf meinem Schreibtisch. Weniger quatschen, lieber mein Geld holen, okay? Na klar! Und schnell bitte. Wie komme ich nochmal in den Tresorraum? Ah, ich weiß wieder. Die macht mich so nervös. Aber sie ist unsere beste Kundin. Ah, ich bin da. Welcher Schlüssel war es nochmal? Es sind so viele. Ich glaube, das ist der richtige. Hey, tut mir leid, dich aufzuwecken. Ja, Sterbliche. Ich brauche das Geld. Bitte? Nimm es und verschwinde aus meinem Reich. Danke, dann lasse ich dich mal weiterschlafen. Der Typ ist so gruselig. Was dauert das denn so lange? Bin wieder da. Bitte sehr. Soll das ein Witz sein? Oh, okay, bin gleich wieder da. Kaum zu glauben, dass das falsch war. Die ist echt so gemein. Aber diesmal hole ich das Richtige. Ah! Okay, ich schaff das. Schön langsam. Schatz, ich brauche einen neuen Job. Das hier ist alles zu stressig. Hier ist die Kassette. Und? Sie wollten die Kassette nicht. Das wusste ich. Hoffentlich erwische ich jetzt das Richtige. Ein Koffer? Den will sie haben? Der lebt. Was ist denn da drin? Na endlich, ich bin frei. Schön, dass ich helfen konnte. Schnell, du musst mit mir mitkommen. Hier lang bitte. Da ist er. Was für Geschäfte macht ihr denn hier? Oh, ich wollte doch einen Freund. Ach, geh einfach wieder in deinen Tresorraum. Keine Sorge, ich krieg das hin. Ich brauche nur den richtigen Schlüssel. Der muss hier irgendwo sein. Dauert nicht lange. Muss ich denn alles selbst machen? Es ist der hier. Ah, das wusste ich. Darf ich?
Nein, warum nicht? Vorher muss ich noch was erledigen. Lass mich nachdenken. Oh, Klammern. Perfekt. Mehr brauche ich nicht. Aber damit werde ich es dir einfacher machen. Ich verteile die Klammern zu einem Muster und klebe sie zusammen. Dann setze ich noch etwas Funkel drauf. Das muss jetzt nur noch an den Schlüssel. Sieht gut aus. Und den wirst du nie wieder verlieren. Hier, bitteschön. Wow, das ist super. Ich hol deine Sachen. Tada! War das denn so schwierig? Ich brauche mal wieder was Neues. Die hier kannst du in den Tresor stellen. Natürlich, ich habe hier den Schlüssel. Phew, das war anstrengend. Sie hätte die Schuhe wenigstens vorher putzen können. Wo sind denn alle? Es ist so still hier. Oh, hey Leute! Dein Ernst? Das wird nicht passieren. Also jedenfalls, Vielleicht haben sie mich nicht gesehen? Hä? Was ist das? Wow, es gibt eine Party? Und die ist heute! Das ist so cool! Soll ich da überhaupt hingehen? Ich wäre ganz alleine da. Ach, warum denke ich immer so viel nach? Was macht denn die Streberin da? Die ist voll der Loser. Hey, spielen wir ihren Streich. Ich werde nie beliebt sein. Hey Mandy, willst du mit auf die Party gehen? Mit dir? Wirklich? Also als Date? Oh mein Gott. Nee, krass, sie ist ohnmächtig geworden, klassisch. Was? Das war nur ein Witz? Das hätten wir filmen sollen. Als ob ich dich daten würde. Hört auf, über mich zu lachen. Komm, wir gehen. Warum sind die so gemein? Was habe ich denen denn getan? Die sind so schrecklich. Ich wollte doch nur Freunde finden. Moment mal. Die Träne bringt mich auf eine Idee. Und die ist perfekt für die Party. Das wird toll werden. Ich habe eine Schüssel voll Epoxidharz. Da kommt nun Farbe rein. Das ist ein schönes, kräftiges Blau. Und nun schön verrühren. Alles muss gut vermischt sein. Sieht gut aus. Und nun gieße ich das in die Form. Ich habe mich für den Tropfen entschieden. Ich fülle die Form bis oben voll. Nun warten wir, bis es hart ist. Und dann kommt er in meine Kette. Wow, das sieht super aus. Meine persönliche Tropfenkette. Komplett perfekt. Nun brauche ich noch was zum Anziehen. Wow, ich fühle mich fantastisch. So kann ich zur Party gehen. Meine allererste Party, so habe ich mir das immer vorgestellt. Party! Wow, guck mal da, Mandy. Oh mein Gott, er schaut hier rüber. Was mache ich jetzt? Voll schön, dass du da bist. Entschuldigung? Also das von vorhin, das war nur ein Streich. Willst du tanzen? Auf keinen Fall. Ich habe gesagt, es tut mir leid. Die Party rockt voll ab. Oh yeah. Oh gut, ich bin pünktlich. Dachte schon, ich wäre zu spät. Oh hey. Diese Armbänder sind so cool. Hi Mandy, ich finde die Farbe unterstreicht meine Augen. Was machen die da? Armband-Buddies. Yeah, Armband-Buddies. Nein. Das tat weh. Du brauchst ein Armband, um Armband-Buddy zu sein. Oh klar. Naja, ich gehe dann wohl lieber. Die halten sich für was ganz Besonderes, hm? Naja, da kann ich wohl nichts machen, denke ich mal. Ich bin mal lieber meine Schnürsenkel, ich will ja nicht stolpern. Warte mal, ich habe eine tolle Idee. Vielleicht kann ich doch noch Armband-Buddy werden. Ich mache eine Schlaufe mit meinem Schnürsenkel und binde einen Knoten. Genau so. Und dann ziehe ich das Ende durch die Schlaufe. Dann fange ich an zu flechten, so wie ich es bei meinen Haaren mache. Das sieht sehr gut aus. Jetzt noch die Enden zusammenknoten. Voll einfach. Probieren wir es an. Und ich habe für jeden eins. Ich hoffe, die gefallen Ihnen. Nicht jeder hat das Zeug zum Künstler. Aber die richtige Technik zu beherrschen, macht viel aus. Na, kleiner Mann, alles klar? Wie male ich dich am besten? Mein innerer Van Gogh hat gesprochen. Das ist die perfekte Technik. Die Hufen sind schwierig. Fertig! Oh, das hatte ich mir anders vorgestellt. Sieht irgendwie seltsam aus. Okay, hier kommt der zweite Versuch. Du schon wieder?
Alle guten Dinge sind drei. Dieses Mal wird's bestimmt besser. Ich glaube, ich spinne. Und noch ein Versuch. Das ist auch für die Tonne. So werde ich niemals berühmt. Ich sollte mir eine neue Muse suchen. Was mache ich jetzt? Hey, das ist die Lösung. Der Schatten wird nützlich sein. So wird es ein Kinderspiel. Werfe Licht auf den Malgegenstand und fahre die Linien des Schattens nach. Die Details nicht vergessen. Jetzt die Hörner. Und schon sind wir fertig. Jetzt kannst du dich mit Farben austoben. Es geht doch nichts über neue Stifte. Diese Farbe gefällt mir richtig gut. Die Hörner sind fast fertig. Den Schwanz nicht vergessen. Ob Van Gogh auch schon diesen Trick wusste? Nice. Hey. Du schon wieder? Womit soll ich nur anfangen? Grün ist eine sehr beruhigende Farbe. Die perfekte Wahl für meine Vision. Sehr cool. Voila. Nee, das gefällt mir nicht. Ich versuch's nochmal. Dieses Mal beginne ich mit Blau. Oh ja, das Bild fühle ich. Besser als der erste Versuch. Aber immer noch nicht gut genug. So geht das nicht. Okay, höchste Konzentration. Ich versuche mich am Realismus. Vorsichtig. Und ha! Mein Talent! Ich habe mein Talent verloren. Meine Inspiration hat mich verlassen. Warum musste mir das passieren? Warum tust du mir das an, Universum? Warum? Was für ein Tag. Selbst meine Haare sind nicht zu bändigen. Hey, die Lösung ist genau vor meiner Nase. Klebe drei Klebestreifen fest. Es soll so wie ein Dreieck aussehen. Bringen wir etwas Farbe ins Spiel. Mit der Farbe machst du ein paar Kleckse, etwa so. Nimm gerne deine Lieblingsfarben. Nicht über das Klebeband malen. Das wird eine Weile dauern. Jetzt kommt der beste Teil. Fahr mit dem Kamm in einer Zickzacklinie durch die Farbe. Überschüssige Farbe fängt das Klebeband auf. Zeit für eine andere Farbe. Male schöne, große Klecke. Der untere Bereich wird etwas länger dauern, weil da mehr Platz zum Ausfüllen ist. Aber keine Sorge, deine Geduld zahlt sich aus. Entferne jetzt die Klebestreifen. Das nenne ich eine gerade Linie. Gleich sind wir fertig. Das perfekte Farbendreieck. Ein wahres Meisterwerk. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin halt doch ein wahrer Künstler. Na, Kätzchen, bist du bereit für etwas Kunst? Das Bild ist echt gut geworden. Ich liebe es, verschiedene Farben zu benutzen. Das Muster dauert ewig. Meine Hände tun schon weh. Endlich fertig! Ah, so ein Schrottbild. Das habe ich schon mal besser gekonnt. Was ist denn da passiert? Hey, das ist ein Farbverlauf.
Damit will ich etwas malen. Der Farbverlauf gefällt mir. Wow, es fehlen aber noch andere Farben. Fast so, als ob sie sich küssen würden. Die reinste Farbmagie. Wie das wohl aussehen wird? Es geht auch nichts über ein Regenbogeneinhorn. Hey, das sieht sowas von cool aus. Mir gefällt der Farbverlauf total. Das reinste Kinderspiel. Hast du schon mal so ein buntes Einhorn gesehen? Die Farben sind total stimmig. Nicht über die Linien malen. Echt nice. Dieses Bild gefällt mir viel besser. Findest du dich auch? Ich muss noch Hausaufgaben machen. Male einen Regenbogen. Rot ist in jedem Regenbogen dabei, oder? Jetzt kommt Gelb. Ein kunterbunter Regenbogen. Ein Bogen ist es aber nicht. Ich versuch's nochmal. Schon wieder krumm und schief. Na los, mal einen Bogen. Mann, das nervt mich total. Ist alles in Ordnung? Sag du's mir. Lass mich dir helfen. Regenbogen malen ist so schwierig. Hilfst du mir? Na klar, pass gut auf. Du brauchst doppelseitiges Klebeband. Klebe deine Stifte der Reihe nach fest. Kleb die Stifte fest, etwa so. Perfekt. Na, bist du bereit für einen Regenbogen? Du brauchst nur einmal einen Bogen malen. Der perfekte Bogen. Wow, voll cool. Jetzt bin ich dran. Darauf kriege ich bestimmt eine 1. Bis dann. Hast du Hunger? Chloe, was ist denn hier passiert? Man kann es aber auch übertreiben. Die sind einfach überall. Chloe? Das macht einen Riesenspaß. Willst du mit mir zusammen malen? Oh, Schokolade. Ich bin schon am Verhungern. Hier, für dich. Du bist so hübsch. Dein Haar ist wie Gold. Was zum... Was soll das denn? Du musst mir lernen. So einen schlechten Test hattest du noch nie. Was hat die denn für ein Problem? Sie hat Pippis Haare durcheinander gebracht. Warte mal. Ich habe eine 6. Mama wird wütend sein. Vielleicht könnte ich... Ich habe eine Idee. Ja, das könnte klappen. Ich trage Kleber auf den Fuß meiner Puppe auf. Dann drücke ich den auf die 6. Jetzt vorsichtig abziehen. Und dann die Note ändern. Ha, niemand wird es je erfahren. Und das verdanke ich dir. Okay, Klasse, aufgepasst. Ich zeige das nur einmal. Und das ist super knifflig, verstanden? Ist das Ihr Ernst? Ich habe keine Ahnung. Okay, heute geht es um Geometrie. Was? Ich kapiere nichts davon. Also, hast du Brian vorhin gesehen? Hey, was ist da hinten los? Wir unterhalten uns gerade. Manche Leute haben echt keine Manieren. Dann zeichne ich eben dieses blöde Dreieck. Wie schwer kann das schon sein? Scheinbar ziemlich schwer. Diesmal nehme ich das Lineal. Ups, soll das ein Scherz sein? Entschuldigung. Mach das nicht nochmal. Hui, die ist ja mies drauf. Ich versuch's nochmal. Oh yeah, das ist schon besser. Was? Wie kann das sein? Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Jetzt aber, ich weiß es. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Das ist nicht richtig. Ellie, hör auf, herum
zu spielen. Mir so, als hätten sie das nicht gesehen. Nächstes Mal versprochen. Wie kommt Luna damit klar? Los geht's. Eine Linie hier und eine da. Okay, sieht gut aus. Ja, damit bin ich zufrieden. Wow, meine Augen. Ah, ich habe eine Idee. Hier ist bestimmt was drin, das ich nehmen kann. Oh, das könnte helfen. Los geht's. Ich klebe doppelseitiges Tape auf zwei Kanten. Genau so. Jetzt ziehe ich die Schutzfolie ab und klappe es um. Dann fest andrücken, damit es auch hält. Ist wie eine lange Tasche. Da schütte ich Glitzer rein. Jeder braucht ein bisschen Glanz im Leben. Ich habe auf Pappe Materialien gemacht. Das klebe ich aufs Plastik. Wow, gefällt mir. Das ist das beste Lineal, das ich je gesehen habe. Jetzt kann ich das Dreieck zeichnen. Lass mich nicht im Stich, Kitty. Wow, das ist echt cool. Wow, mit dem ging's einfach. Ich bin echt neidisch. Wusste nicht. Ich habe dir auch eins gemacht. Wirklich? Du bist die Beste. Ja, ich weiß. Machen wir diese Haarspange ein bisschen interessanter. Ich benutze diesen 3D-Stift, um eine Spirale auf dem Clip zu erstellen. Dann füge ich etwas Höhe hinzu. Das sieht toll aus. Ich denke, das sollte reichen. Jetzt klemme ich es in mein Haar. Wie findest du's, Wendy? Ich liebe es. Sieht toll aus. Bereit? Warte. Darf ich drücken? Bitte. Bitte. Bitte, bitte. Okay, mach halt. Dann los. Sollte hier nicht was passieren? Ja, das ist seltsam. Ich versuch's nochmal. Komm schon. Vielleicht ist er kaputt? Oh, sollen wir einfach nach Hause gehen? Oh, Kopfhörer, danke. Ich liebe dieses Lied. Komm schon, du blöder Knopf. Sinnlos. Moment mal, wo hast du die her? Hey, Jasmin. Juhu. Mann, wie unhöflich. Vielleicht hilft das. Jasmin. La 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 la. Ihr Ernst? Ich hab's. Das funktioniert auf jeden Fall. Das wird laut. Huh? Komisch. Was stimmt da nicht? Wow! La 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 la. Was ist passiert? Das benutze ich nicht nochmal. Ich habe noch eine Idee. Ich leihe das nur kurz aus, wirklich. Hey, ich brauche deine Hilfe. Oh, vergiss es. Also, lustige Geschichte. Her damit. Ich hoffe, das war alles. Tut mir leid. Oh yeah, woohoo. Jasmin, komm schon. Was soll ich nur tun? Oh, ich hab's. Das hätte mir schon früher einfallen können. Zuerst male ich einen Kreis. Aber ich lasse ein kleines Loch im Inneren. Und nun fülle ich ihn aus. Ich bleibe einfach innerhalb der Linien. Fast fertig. So, das sollte reichen. Und nun male ich vertikale Linien. Es darf nichts frei bleiben. Das ist echt entspannend. Ich spüre förmlich, wie sich der Stress löst. Okay, nun zum nächsten Teil. Ich male Linien über die Form. Das erzeugt einen Rahmen. Und das gleiche auf der anderen Seite. Und dann fülle ich es aus. Das lege ich erstmal beiseite. Nun zum nächsten Teil. Ich male ganz viele Linien eng nebeneinander. Ich will ein langes Stück Plastik erzeugen. Noch ein kleines bisschen. Das ist perfekt. Ich biege es etwas, solange es noch weich ist. Dann wird der Kreis angebracht. Meine Kopfhörer passen in die Aussparung. Jetzt habe ich meine ganz eigenen Kopfhörer. Was für ein Lied. Jasmin, schau. Hä? Wow, die sind echt cool, Wendy. Ich weiß, und ein echtes Unikat. Lass uns tanzen. Moment mal, nein. Lass uns drum spielen. Vorsicht, ich bin ein echter Profi. Du bist gut. Das ist echt intensiv. Gib auf. Wendy ist abgelenkt. Du hast geschummelt. Wow, schau nur. Oh, was passiert hier?
Wo sind wir? Und was ist hier los? Schau mich nicht so an. Puh, echt heiß hier. Ich weiß. Moment mal. Was ist das? Ein Skorpion? Wie hässlich. Jasmin, was machst du denn? Wo ist es hin? Ich bin total verwirrt. Geht's dir gut? Ich will einfach nur Wasser. Ach, egal. Oh, es ist so warm. Vielleicht kann ich Schweiß aufsammeln. Echt jetzt? Hey, ist doch auch Wasser. Meine Manieren. Willst du auch was? Danke. Ich hab so Durst. Was ist das? Das ist komisch. Das sieht man wirklich nicht jeden Tag. Ich dachte, das gibt's nur in Filmen. Wow! Oh, schon besser. Schau mal, eine saftige Wassermelone. Genau, was ich brauche. Oh, sie riecht so gut. Oh, komm schon. Was für eine Enttäuschung. Vielleicht hilft das hier. Was machen wir damit? Warte, ich habe eine Idee. Zuerst male ich eine Mondform. Dann fülle ich es mit vertikalen Linien. Dazwischen lasse ich etwas Platz. Nun male ich ein helleres Grün unter die Mondform. Und arbeite mich langsam nach unten. Okay, das reicht. Nun kommt Rot dazu. Ich folge dem gleichen Muster. Aber werde immer enger. Es wird wie eine Wassermelone aussehen. Siehst du? Nun die Details. Das ist der einfache Teil. Ich male einfach schwarze Kreise. Überall auf dem roten Bereich. Okay, unten am Dreieck muss ich ein Loch machen. Ich mache noch mehr Wassermelonscheiben und staple sie übereinander. Dann fädle ich ein Plastikband durch die Löcher und befestige es. Sie ergeben einen Fächer. Perfekt für diese Hitze. Wow, das wird uns etwas abkühlen. Was für eine kühle Brise. Oh mein Gott, Jasmin? Tut mir so leid. Reingelegt. Das habe ich hinter einem Felsen gefunden. Warum tust du mir das an? Nicht lustig. Wenigstens habe ich einen Fächer. Bereit? Komm schon. Oh, das war knapp. Ja, gewonnen. Ich darf drücken. Was für ein süßes Outfit. Und hübsche Blümchen. Die riechen echt gut. Das ist toll. Hallo, Wendy. Oh mein Gott, schau dir den Ring an. Jasmin, hab dich gar nicht gesehen. Was machst du da? Oh, so romantisch. Machst du Witze? Das reicht, der gehört mir. Nein, mir. Her damit. Niemals. Wisst ihr, vergesst es einfach. Hör auf. Du hast ihn kaputt gemacht. Wo ist der Diamant? Warum hast du das getan? Heul nicht. Das hätte der glücklichste Tag meines Lebens sein sollen. Bitte hör auf zu weinen. Ich wusste es. Hör bitte auf. Ich bekomme nie schöne Sachen. So unfair. Ich mache meinen eigenen Schmuck. Hä? Warte mal. Vielleicht kann ich helfen. Zuerst gebe ich etwas Kleber auf den Ring. Und lasse ihn kurz antrocknen. Dann tauche ich ihn in das Glitzer. So bekommt er etwas Glanz. Wow! Wendy, der ist für dich. Ein Ring? Für mich? Natürlich. Du machst mich so glücklich. Er ist so schön. Das ist für dich. Wow, danke. Wie findest du's? Ich liebe es. Wirklich lieb von dir. Wir sehen toll aus. Gute Arbeit. Willst du was Cooles aus einer Klopapierrolle machen? Wende sie in Leim.
Und dann kommt sie in eine Schale mit bunten Bommeln. Das ist der lustige Teil. Drücke die Bommeln vorsichtig an die Rolle. Mit den Bommeln sind wir fertig. Sieht gut aus. Und ist ein toller Stifthalter. Bereit für die Schule, Kleine? Muss nur noch meinen Rucksack packen. Ich brauche dieses Buch. Gute Wahl. Und das auch. Okay. Oh, tu mir nicht weh. Eva, was machst du da? Ist doch nur Spaß, Papa. Entspann dich. Okay, ich glaube, das war's. Los geht's. Huh? Oh nein, guck dir das an. Hey, Papa, was machen wir denn jetzt? Hm, das ist knifflig. Aber ich weiß, was zu tun ist. Wird Zeit, zum Unterricht zu gehen. Weißt du, ich kann meine Sachen auch selbst tragen. Hey, warte auf mich. Das ist voll peinlich. Tu einfach so, als ob wir uns nicht kennen. Hey, wo sind die beliebten Kinder? Vielleicht kann ich mit denen abhängen. Nein, bleib draußen. Das ist die Mädchentoilette. Ups, das wäre peinlich geworden. Ich werde hier draußen warten. Ist er weg? Ich wusste, dass das klappt. Ich bin endlich papafrei. Aber ich muss aufpassen. Ich glaube, ich bin ihn los. Oh! Bereit für den Unterricht? Ich liebe Naturkunde. Bitte tu das nicht. Fantastisch. Ich fühle mich in meine Jugend versetzt. Wie kommst du voran? Alles gut, danke. Das ist die falsche Antwort. Papa, ich hab's im Griff. Das ist die richtige Einstellung. Oh Mann, hör auf damit. Was für ein Tag. Unfassbar, dass er mir das angetan hat. Ich bin so gestresst. Wenigstens habe ich mein Pop-It. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Ich mache Kleber um den Rand des Pop-It. Genau so. Dafür nehme ich mir Zeit. Jetzt brauche ich einen Reißverschluss. Den drücke ich auf den Kleber. Jetzt brauche ich ein zweites Pop-It. Ich mache Kleber in die Mitte. Da klebe ich jetzt den Schmetterling drauf. Willst du meinen neuen Rucksack sehen, Papa? Wow, der ist ja fantastisch. So bunt. Ich stecke deine Schulbücher rein. Der ist viel besser als der alte. Hab einen schönen Tag, mein Schatz. Danke, Papa. Bis später. Hey, Leute, guckt euch den mal an. Cooler Rucksack, Ava. Oh ja, der ist cool. Das ist der beste Rucksack aller Zeiten. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Man weiß nie, wer ihn beobachtet. Auch wenn man es am wenigsten erwartet. Nee, da oben kann keiner sein. Soweit, so gut. Und die Lehrerin ist beschäftigt. Du gehörst mir. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Kommt her. Guck sie dir an. Sie sind wunderschön. Die werde ich genießen. Das denkst aber auch nur du. David, was habe ich dir gesagt? Kein Essen im Klassenzimmer. Das macht mich so wütend. Wow, tut mir leid. Ich werde es nie wieder tun. Das sagst du jedes Mal. Oh, ich halte das nicht mehr aus. Was ist passiert? Den brauchst du. Danke. Du verstehst schon, Kumpel. Hey. Ich hab's verstanden. Ich muss schnell sein. Aufgepasst, Klasse. Das ist wichtig. Was? Das Blatt klebt an meiner Hand. Was ist denn hier los? Ja, damit werde ich dir zeigen. Das wird episch. Bleib hier. Hey, was soll das? Iss den. Oh, klar. Das ist was Süßes. Kein Klebstoff. Zuerst musst du den Kleber aus der Tube holen. Das Rohr muss sauber sein. Niemand will klebrige Süßigkeiten. Dann Kaubonbons übereinander stapeln und das Rohr in den Stapel drücken. So macht man einen süßen Stick. Genau, was ich jetzt brauche. Mh, voll lecker. Ich wusste, dass der dir schmecken wird. Gut, dass ich vor dir sitze. Was ist das für ein Krach? Ich klebe hier nur was zusammen. Ich habe die Testergebnisse. Das klingt nicht gut an. Was? Was ist los? Keine Ahnung, aber das gefällt mir nicht. Ihr habt das toll gemacht. 1+. Besser geht's nicht. Juhu, schlag ein. Ich wusste, dass ihr das schafft. Ich bin so stolz auf euch. Gute Arbeit. Ich bin total glücklich. Den werde ich einrahmen. Ihr habt hart gearbeitet. Dafür habt ihr euch eine Belohnung verdient. Wie wär's mit Pizza? Oh, siehst schon da? Gut, das wird die schnelle Lieferung, junger Mann. Bezahlen musst du trotzdem, Kumpel. Oh, natürlich. Ich hol mein Portemonnaie raus.
Was? Oh, ich habe ein Loch in meinem Portemonnaie. Ups. Einen Moment bitte. Das ist so peinlich. Ich glaube, ich habe alles. Hier, bitte. Lasst euch die Pizza schmecken. Schütze, ich muss mir ein neues Portemonnaie kaufen. Das war das Beste, das ich je hatte. Wenigstens könnt ihr die Pizza genießen. Danke. Wenn ihr nichts dagegen habt, hätte ich jetzt gerne einen Moment für mich. Ich möchte mich in Erinnerung an mein Portemonnaie schwelgen. Ich kann nicht länger warten. David, stopp. Au, das hat wehgetan. Wir müssen ihm helfen. Tja, so ist das Leben, schätze ich. Wir müssen doch irgendwas tun können. Ich weiß, ich mache was aus diesem Papier. Ich falte ein Blatt in drei Abschnitte. Klappe die linke Seite um und fahre mit dem Klebstift drüber. Dann kommt die rechte Seite drüber und andrücken. Jetzt mache ich hier noch etwas Kleber drauf. Das muss alles gut kleben. Jetzt mache ich unten eine Kante. Ich habe noch mehr davon gemacht. Die Teile klebe ich jetzt in ein Stück Schaumstoff. Und schon habe ich ein Portemonnaie gemacht. Da kommen noch ein paar Details drauf. Und jetzt ist es ein süßes Einhorn. Was sagst du dazu? Ich werf's auf seinen Tisch. Was? Wo kommt das denn her? Die Decke habe ich noch nie bemerkt. Habt ihr das gemacht? Schauen wir uns das mal an. Wow, das sind aber viele Fächer. Ihr seid fantastisch. Vielen Dank. Freut uns, dass es gefällt. Ich werde es gleich einweihen. Das gefällt mir. Da passen sogar Stifte rein. Das ist fantastisch. Scheint, als habe ich ein neues Lieblingsportemonnaie. Das ist der Grund, warum ich diese Klasse liebe. Na dann können wir ja jetzt essen. Diese Zeichnung ist cool. Das ist eine glückliche Schnecke. Und das ist die perfekte Farbe für sie. Hä? Was ist mit meinem Stift los? Ich habe ihn abgenutzt. Den kann ich nicht mehr nehmen. Die anderen Stifte sehen auch so aus. Ich muss sie anspitzen. Ist ja nicht so schlimm. Danach kann ich meine Schnecke fertig malen. Noch ein bisschen. Dann spitze ich gleich die anderen Stifte an. Die werde ich noch brauchen. Hey, das macht irgendwie Spaß. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Mehr. Ich will mehr. Moment mal. Jetzt habe ich es aber übertrieben. Ja, ich habe mich hinreißen lassen. Ich werfe das gleich in den Müll. Langsam. Nichts fallen lassen. Hat sie nicht. Oder doch? Oh, gehst du zu der Party? Pass auf! Nein! Ah! Was hast du gemacht? Oh, das ist nicht schön. David! Ups, du hast da noch was. Ich verschwinde lieber. Unfassbar, dass du das gemacht hast. Ich rufe später an. Ich werde jetzt was essen. Ich brauche auch meine Cola. Oh, überall liegen diese Stiftspäne. Was ist das denn? Soll das ein Witz sein? Ich sagte doch sorry. Leg den Anspitzer weg. Im Ernst. Warte mal. Ich habe eine Idee. Dafür brauche ich eine leere Limo-Dose und einen Bohrer. Ich bohre vorsichtig ein Loch durch die Zuglasche. Dann brauche ich Schleifpapier. So kriege ich den Deckel von der Dose ab. Jetzt brauche ich eine Klebepistole. Das müsste reichen. Da klebe ich den Anspitzer an. Und der Deckel kommt wieder drauf. Jetzt kann es mit dem Anspitzen weitergehen. Aber die Späne bleiben jetzt in der Dose. Kein Dreck mehr. Aber hier, das ist für dich. Wirklich? Voll süß. Danke, David. Ich muss noch mehr Stifte anspitzen. Wie ihr sehen könnt, ist das eine Pflanze. Sie ist, Das ist voll langweilig. Da sagst du was. Jetzt ist meine Zeit zu glänzen. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Guckt euch das an. Was? Die Karte bewegt sich. Wie kann das denn sein? Wie auch immer. Ihr steht also nicht auf Kartentricks, was? Das ist okay. Wie wär's mit Puppentheater? Hey, dieser Lehrer ist echt cool. Irgendwas? Vielleicht ein Kichern? Zeit zum Abheben. Ist das ein Pickel? Das ist ein hartes Publikum. Ich gebe hier vorne mein Bestes. Ich hab's. Jeder liebt Ballontiere. Das ist ein süßes kleines Hündchen. Wer will ihn? Lassen Sie es gut sein. Ich habe keine Ideen mehr. Wartet, ich habe noch eine Idee. Dafür brauche ich diesen Textmarker und Büroklammern. Ich mache die Kappe ab und entferne den vorderen Teil. Jetzt brauche ich eine Büroklammer.
Ich begradige den mittleren Abschnitt etwa so. Auf das Ende kommt ein kleiner Klecks Kleber. Jetzt nehme ich die Stifthülle und gieße Seifenwasser rein. Dann mache ich die Kappe drauf. Okay, klasse, aufgepasst. Das wird eure Aufmerksamkeit erregen. Guckt euch diese Seifenblasen an. Aha. Warte, was sind das? Seifenblasen? Wach auf, das musst du sehen. Hey Nerd, guck mal. Ich wusste, dass das klappen wird. Das ist viel interessanter als dieses langweilige Schulzeug. Hier sind unsere Stifte, fangen wir an. Wir sind bereit. Das ist fantastisch. Ich liebe diesen Unterricht. Ich mache nur etwas schnipp, schnapp. Oh, ich hab ihn. Das wird super funktionieren. Zeit, den Spieß reinzustecken. Perfekt. Ein neuer Schminkpinsel. Hey. Du hast einen neuen Pinsel? Woher hast du den? Was hast du gemacht? Du bist echt schrecklich. Ich habe es an die Bar geschafft. Eine Cola, bitte. Hey, du. Da kommt sie. Eine Cola für dich. Das war eine Cola. Hab keine Angst. Ich mach sie nur für dich auf. Keine Panik. Ich schaff das. Die klemmt etwas. Ich denke, das reicht jetzt. Ich habe meine eigene Methode. Danke. Du hast deine Wimpernzange benutzt? Prost. Erfrischend. Hab noch einen schönen Abend. Übertroffen von einer Wimpernzange. Oh, schon wieder nachsitzen. Okay, du weißt, wie das läuft. Schreib das 500 Mal ab. Oh, das wird eine Ewigkeit dauern. 500 Mal ist einfach zu viel. Oh. Ich schwänze nie wieder. Oh Mann, meine Hand krampft schon. In diesem Tempo sitze ich noch morgen hier. Ich erinnere mich an meine Jugend. Habe ich endlich genug? Oh nein, nicht mal annähernd. Ich muss das doch irgendwie schneller hinkriegen. Hey, warte mal. Die Lösung liegt direkt vor mir. Zeit, alle Stifte zusammenzukleben. Ja, genau so. Die andere Seite besser auch. Das muss schön stabil sein. Und fertig. Ich bin bereit. Und los geht's. Ich schwänze nie wieder. Oh, das funktioniert super. Ich kann 4 Zeilen auf einmal schreiben. Ich bin ein Genie. Das ist so clever. Ah, ich kann nicht glauben, wie viel schneller das ging. Erledigt. Hier sind die 500 Zeilen. Ach du meine Güte, das war aber schnell. Oh, oh, einen Moment noch. Ich habe welche vergessen. Hier ist der Rest vom Stapel. Oh, du hast eindeutig deine Lektion gelernt. So ein guter Junge. Das macht mich glücklich. Oh, jetzt muss ich die nur noch zählen. Ich kann das nicht glauben. Er ist über sich hinausgewachsen. 5000. Dieser Song ist mega cool. Ich schätze, das kann ich. Dann kann ich auch die Lautstärke aufdrehen, während ich koche. Mal sehen, was wir haben. Oh nein! Der Kühlschrank ist fast leer. Alles, was hier drin ist, ist ein alter Cheeseburger. Aber vielleicht geht er ja noch. Nein, fühlt sich ziemlich trocken an. In den Müll mit dir. Hey! Ich glaube, ich habe doch eine Lösung gefunden. Ich gieße einfach etwas Wasser in die Schüssel. Und jetzt weiche ich den Burger ein. Fertig. Ab auf den Teller mit dir. Und jetzt kommt in die Mikrowelle.
Schon fertig. Riecht doch gut. Oh, er braucht doch was zu trinken. Hi, ich bin wieder da. Wow, danke, dass du mir was zu essen gemacht hast. Wow, der sieht toll aus. Der ist wirklich gut, danke. Oh, ich bin so froh, dass das geklappt hat. Wow, ich bin müde. Dieses Bad wird mich besser fühlen lassen. Ich bespüle lieber vorher meine Haare, damit sie sich im Wasser nicht verheddern. Perfekt! Jetzt ist Badezeit! Ah, warte! Oh nein! Wo ist mein heißes Wasser? Nein, der Stöpsel ist kaputt! Wie kommt dieses Loch da rein? Ah, wie soll ich jetzt dein Bad nehmen? Alles ist ruiniert! Ha, cool, ich hab den Ballon aufgeblasen. Hey, hier hast du einen Luftballon. Oh, danke, der ist ziemlich... Oh, warte, ich glaube, er löst gerade mein Problem. Vielen Dank. Oh, jetzt nimmt sie meinen Ballon mit. Gut, dass ich noch mehr habe. Alles klar, Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Ich muss das hintere Ende dieser Spritze abschneiden. Und dann kommt der Luftballon. Ich muss ihn so runterrollen. Perfekt, okay, jetzt brauche ich das Stück, das ich abgeschnitten habe. Das schiebe ich in den Ballon. Jetzt muss noch Heißkleber in den Ballon. Das ist eine Menge Leim, aber ich will nicht knauserig sein. Wenn es getrocknet ist, kann ich das Plastikteil rausnehmen. Ich ziehe es einfach vorsichtig aus dem Ballon. Und jetzt noch den Ballon zubinden. Yay, mein neuer Stöpsel ist fertig. Ausgezeichnet, er hält das Wasser in der Wanne. Oh, das ist alles, was ich brauche. Perfekt zum Entspannen. Oh, mit diesem Schleim zu spielen macht Spaß. Okay, ich muss meine Foundation auffrischen. Perfekt, jetzt bürste ich mir noch schnell die Haare. Yay, ich sehe toll aus. Oh, hey Jessica. Du siehst so süß aus, komm her. Ich muss dich knuddeln. Oh, du bist so weich und flauschig. Was macht er da? Hey, was soll das? Oh, okay, du bist endlich fertig. Bist du sicher, dass du so ausgehen willst? Oh nein, nicht denn schon, was für eine Sauerei. Warte mal. Der Schleim löst alles von meinem Shirt. Ja, ich glaube, das ist die Lösung. Ich tupfe dann einfach mein Shirt ab. Er nimmt das Ganze bei dem Make-up auf. Viel besser. Wer hätte gedacht, dass Schleim so nützlich sein kann? Hey, das sieht viel besser aus als vorher. Okay, lass uns gehen. Guckt jemand? Nein? Okay. Ausgezeichnet. Ich habe ein Bild vom Telefon. Weg mit die alte Hülle. Ich habe das Foto ausgedruckt. Jetzt zum Aufschneiden. Als nächstes brauche ich natürlich Kleber. Ich bedecke die gesamte Rückseite. Genau so. Jetzt draufkleben, bevor der Kleber trocknet. Ich muss es perfekt ausrichten. Super, das hat geklappt. Jetzt sieht es so aus, als ob auf beiden Seiten ein Display ist. Hi. Wow, schau dir dein Handy an. Ich weiß, das ist ziemlich genial, oder? Das ist so cool. Ich bin voll neidisch. Was hast du denn da, Matthew? Du kennst die Regeln. Gib es her. Hey, was ist das denn? Das ist ja nur aufgeklebtes Papier. Ha, ihr Kinder von heute seid so seltsam. Ja, du kennst uns. Kaum zu glauben, dass du so einen Blödsinn gemacht hast. Ich denke, es ist soweit. Ich werde ein Meisterwerk erschaffen. Die Menschen werden noch über Generationen hinweg davon sprechen. Ich nehme schwarzes Papier. So kommen die Farben gut zur Geltung. Schau dir nur dieses Gelb an. Das ist ein toller Kontrast. Als nächstes kommt Rot. Ich nehme so einen roten Stift. Oh ja, gefällt mir, wie das aussieht. Meine Arbeit wird endlich anerkannt werden. Jetzt nehme ich einen grünen Stift.
Ich lasse die Tinte schön fließen. Das ist wichtig für meine Kunst und es wird sich lohnen. Hm, das ist total entspannend. Okay, ich glaube, das reicht jetzt. Das war's. Hey, Wendy, guck dir das an. Naja, egal. Ich finde, mein Bild drückt meine Stimmung gut aus. Ich bin so glücklich. Wendy, siehst du das? Oh, oh, was ist los? Wo sind wir? Ich bin so glücklich, dass ich dabei sein darf. Das wird richtig viel Spaß machen. Ist das nicht aufregend? Guck dir das an, wow. Kannst du deinen Enthusiasmus zurückschrauben? Warte mal, wo kommt der Knopf her? Hey, kleine Miss Sunshine, guck dir das an. Wow, ein geheimer Knopf. Ich werde ihn drücken. Nein, nein, warte. Warum denn? Wir wissen nicht, was der bewirkt. Das könnte eine Falle sein. Ich werde den trotzdem drücken. Ah! Warum hast du das getan? Ah! Okay, das war vielleicht eine schlechte Idee. Findest du? Wie kommst du da drauf? Überall würden Funken sprühen. Das können wir nicht zulassen. Hm, du hast eine lebhafte Fantasie. Wendy, guck mal. Was ist da? Ich wusste, dass das klappt. Was? Du hast den Knopf gedrückt, oder? Ich bereue nichts. Lass uns malen. Ach, du bist so eifrig. Hm, warte mal. Komm schon, das wird fantastisch. Was machst du da? Bleib genauso sitzen. Ich glaube, ich hab's. Die Inspiration ist da. Was malst du da? Ich will's sehen. Das ist ein schönes Blau. Zuerst male ich einen großen blauen Kreis. Ich male aber auf Glas anstatt auf Papier. Jetzt wechsle ich die Farbe. Ich male eine lange lila Kurve. So weit, so gut. Was wird das, was wird das? Na los, verrat's mir. Geh weg. Du stehst nicht so auf Nähe, was? Okay, das ist meine Chance. Ich nehme das. Ich kapier's nicht. Ich bin noch nicht fertig. Hm, was soll das denn sein? Willst du mich verscheißern? Warte, du wirst es gleich sehen. Stell die Glasscheibe auf die Staffelei. Wird gemacht. Diese Scheibe kommt oben drauf. Das war's? Nein, da kommt noch mehr. Das wird dich umhauen. Tada! Ziemlich clever, was? Sieht aus wie 3D. Das könnte ich mir ewig anschauen. Was sagst du dazu? Wow, echt fantastisch. Gefällt mir. Das dachte ich mir. Hm, wie soll ich da mithalten? Aha, ich weiß. Zuerst falte ich ein schwarzes Blatt. Ich mache daraus ein kleines Rechteck. So müsste es gehen. Und jetzt wird geschnitten. Was soll das werden? Wart's ab. Du siehst es gleich. Ich denke, das war's. Guck's dir an. Gefällt's dir? Ich weiß nicht, was das ist. Wie sieht's jetzt aus? Kommt dir das bekannt vor? Sieht aus wie ich. Gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Das haben wir toll gemacht. Wow, nicht so schnell. Ich denke, der kommt besser hierhin. Ich bräuchte dringend eine Maniküre. Aber dieser Nagellack muss reichen. Der sieht toll aus. Hm. Ich knabber meine Nägel ab. Ist billiger als eine Maniküre und ist ein kleiner Snack. Jasmine, guck mal. Oh, hübsch. Aber wir haben kein Mahlzeug. Was machen wir denn jetzt? Ich habe eine tolle Idee. Das wird super aussehen. Was machst du da? Oh, das ist ziemlich gut. Ich zeichne mit dem Stift ein Kleid. Aber es braucht noch Farbe. Jetzt kommt mein Nagellack ins Spiel. Ziemlich clever, was? Bist du verrückt? Was? Ist doch nur Nagellack. Entspann dich. Guck's dir an. Ich tupfe den aufs Blatt. Der funktioniert wie normale Farbe. Ich beginne mit dem oberen Teil. Ich muss nur innerhalb der Linien bleiben. Jetzt male ich einzelne Abschnitte aus. Die anderen lasse ich frei. Genau so. Sieht gut aus. Ich hätte gerne so ein Kleid. Darin würde ich fantastisch aussehen. Das ist einzigartig. Gut, dass ich eine ruhige Hand habe. Ich will es jetzt nicht ruinieren. Aber ich bin noch nicht fertig. Es braucht noch Glitzer. Ich streue den einfach übers Kleid. So kommt mehr Glanz ins Spiel. Und wir wollen doch alle glänzen, stimmt's? Ich habe den Nagellack komplett bedeckt. Jetzt puste ich den Glitzer runter und mein wunderschönes Kleid ist fertig. Guck's dir an, ich bin echt stolz darauf. Ja, das ist eine tolle Idee. Und was mache ich jetzt? Das ist hart. Warte mal. Für Zeit, angeln zu gehen. Da ist eine gute Stelle. Ich glaube, ich hab was. Was? Das wollte ich eigentlich nicht.
bist frei, kleiner Fisch. Versuchen wir es nochmal. Oh, ich habe was Großes. Ach, komm schon. Eine alte Socke. Ew, die stinkt. Beim dritten Mal klappt's. Was ist das? Eine Rolle Klebeband? Deshalb angle ich nicht gerne. Warte mal. Vielleicht kann ich die gebrauchen. Ein Versuch ist es wert. Ja, ich weiß, was ich mache. Ich brauche einen Streifen Klebeband. Das müsste reichen. Ich habe eine Skizze für ein Outfit gemacht. Das Tape klebe ich auf den Rock. Jetzt male ich das Oberteil aus. Ich fange mit diesem kräftigen Pink an. Und weil ich Tiefe ins Bild bringen will, nehme ich verschiedene Farbtöne, um Schatten zu erzeugen. Ich hoffe, das wird gut. Hey, das ist gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich das beruflich machen. Jasmine, guck dir das mal an. Wow, das ist fantastisch. Wir sind echt begabt. Du wirst nie erraten, was dann passiert ist. Chris hat mich ins Kino eingeladen. Warte, ist das Pizza? Wow, ich liebe Pizza. Ist ganz okay. Was? Jasmine? Ich mache mich gleich ans Backen. Ich habe alles, was ich brauche. Schleppst du das Zeug immer mit dir rum? Ich kann es kaum erwarten, anzufangen. Welchen Belag soll ich nehmen? Oh oh, ich glaube, ich muss niesen. Oh, alles ist so staubig. Oh, ich sehe aus wie ein Gespenst. Pass doch auf. Bäh, überall wäre Mehl. Warte, nicht so schnell, Jasmine. Hä? Was ist das? Wo kommt die denn her? Ist mein Geheimnis. Die werde ich jetzt genießen. Warte, ich habe eine bessere Idee. Ich lege die Pizza verkehrt rum auf das Blatt. Warum? Warum hast du das gemacht? Warte einfach. Ich weiß, was ich mache. Das müsste lang genug sein. Perfekt, genau was ich wollte. Das Fett hat einen Abdruck auf dem Blatt hinterlassen. Das sieht noch nicht wie Kunst aus. Aber jetzt werde ich kreativ. Ich male um das Fett herum. Ich mache einen Kreis. Davon bekomme ich Hunger. Hier kommt auch noch einer hin. Ich bin total inspiriert. Okay, was kommt jetzt? Oh, ich weiß. Jetzt mache ich mit Gelb eine Umrandung. Das war's. Kunst, in die man beißen möchte. Wendy, das wird dir gefallen. Wow, du hast das gemacht? Das ist fantastisch. Und ich habe nur das Wort Pizza. Ich werde mehr als das brauchen. Und ich weiß auch schon was. Ja, ich denke, das wird klappen. Ich werde daraus was ganz Besonderes machen. Ich verbinde die Buchstaben. Dann wird daraus ein Pizzastück. Ich brauche noch leckeren Belag. Und das wird die Hand, die es hält. Das wird ein leckeres Stück. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Apropos Mund. Irgendjemand muss die ja essen. Weit aufmachen. Jetzt kommen die anderen Details. Wie Augen und der Arm. Das war's. Ich weiß, das wird dir gefallen. Wie sagst du dazu? Nom, nom, nom. Wow, das ist so cool. Schmatz, schmatz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Hunger. Wasser in einem Glasbehälter ein. Nimm das gefrorene Eis aus dem Behälter. Nun wirf einen Blick auf deine Farbpalette. Jetzt kannst du kreativ werden. Male direkt auf dem Eisblock. Benutze verschiedene Farben. Da das Eis schmilzt, bewegt sich die Farbe und dreht sich. So vermischen sich die Farben. Male verschiedene Farbschichten auf den Eisblock. Das ist echt entspannend. Und das Resultat ist ein toller Effekt. Unser Bild ist fertig. Echt frostig, kapiert? Okay, ich sollte lieber mit der Aufgabe beginnen. Ja, was ist mit meinem Stift los? Ist die Tinte leer? Das ist typisch. Was soll's? Sophia, hey. Alles okay, Luna? Mein Stift geht nicht mehr. Leihst du mir einen? Kein Problem, ich habe bestimmt noch einen über. Hier irgendwo muss er sein. Das ist kein Stift. Warte kurz. Hä? Na, so ein Zufall. Mann, ist das viel Zeugs. Ich sollte mehr Ordnung halten. Warte mal, ich habe eine Idee.
Ich weiß, wie ich mehr Ordnung schaffe. Zuerst bringe ich das Gummiband an meinem Ordner an. Ich brauche noch ein paar mehr. So kann ich all meine Sachen aufbewahren. Und innen gibt es noch mehr Platz. Alles ist an einem Ort und einfach zu finden. Sieht gut aus, oder? Und hier ist dein Stift. Hä? Was? Oh, ach so, danke. Voll praktisch. Ich hatte einen so schönen Traum. Der Test ist echt langweilig. Mir gefällt er. Du bist so ein Streber. Gestalten wir das Ganze spaßiger. Hey, hör auf damit! Die Frage finde ich gut. Ach, kann das endlich vorbei sein? Oh, Augenblick mal. Hey, was ist schon wieder? Zieh dir das rein. Ich reibe den Stift an meinem Ärmel und drehe ihn um die Kapsel. Gib's zu, du bist beeindruckt. Wow, ist das Magie? Lass mich mal. Hä? Habe ich etwas falsch gemacht? Ein Magier verrät nie seine Geheimnisse. Vielleicht brauche ich mehr Reibung. Und los! Es klappt nicht. Oh, ich hab's. Hier helfen nur meine grauen Zellen weiter. Ah, ich habe die Erdanziehungskraft nicht beachtet. Und die Erdrotation bedeutet, das ist es. Ich versuch's nochmal. Das ist keine Magie. Wenn du meinst. Oh, klasse, hört auf zu reden. Sorry. Durchschaut. Ups. Ich hab dich im Auge, Sophia. Ich mach meine Aufgabe, okay? Das ist deine letzte Warnung. Hey, wo ist mein Stift hin? So wird das nichts mit dem Test. Oh, endlich zu Hause. Was für ein Tag. Das Wetter ist echt mies. Ich sollte den Regenschirm abstellen. Wow, was ist mit dem Licht passiert? Ja, wenigstens habe ich eine Taschenlampe. Wo liegt denn das Problem? Oh oh, das ist gar nicht gut. Das kann ich nicht ignorieren. Aber was kann ich tun? Vielleicht hilft mir die Colaflasche weiter. Ran an die Arbeit. Für diesen Lifehack brauchst du eine leere Colaflasche. Okay, lasst uns anfangen. Schneide die Flasche oben und unten auf. Dasselbe machst du mit der zweiten Flasche. Stecke eine Flasche in die andere. Dann steckst du eine kleine Flasche hinein. Das ist perfekt für einen regnerischen Tag. Oh, hi Sophia. Hi. Das Wetter ist heute echt mies. Voll regnerisch. Nein, Licht. Hä? Was ist denn? Du musst das hier benutzen. Stülpe die Flasche über den Regenschirm. So gelangt kein Wasser auf den Boden. Das Wasser wird so in der Flasche aufgefangen. Den kriegst du wieder. Wow, das ist echt praktisch. Pass auf! Oh, sorry. Ich hole besser die Taschenlampe. Komm rein. Sie wollten mich sehen? Bitte, setzen Sie sich. Wir haben ein Problem. Sehen Sie sich Sophias Klassenarbeit an. Das ist eine Schande. Du meine Güte. Hey, mir ist oft langweilig. Das muss aufhören. Augenblick, ein Anruf. Hallo? Sophia, ich bin so enttäuscht von dir. Bin gleich wieder da. Endlich ist er weg. Willst du spielen? Was? Schnapp dir einen Stift und lass uns spielen. Echt jetzt? Hab einen. Oh, der wird aber nicht funktionieren. Mal nachdenken. Liegt hier etwas Nützliches herum? Ich lege einen Klebestreifen über das Notizbuch und klebe noch einen daneben. Dann kommen zwei horizontale Klebestreifen hinzu. Nun brauche ich ein paar Büroklammern. Und ein paar Papierklammern. Okay, ich beginne. Los, du bist dran. Oh, das ist lustig. Meine Klammer kommt hier hin. Nicht schlecht. Gut geblockt. Das ist echt spannend. Dieses Mal nicht. Ja! Ich hab gewonnen! Cool bleiben, er hat keine Ahnung. Was ist hier los?
Wie war es? Ich brauche Urlaub. Na los, was dauert das so lange? Ich liebe dich, Mr. Einhorn. Hui! Geschafft. Wir haben das Haus bekommen. Lasst uns packen. Der ist für dich, Liebling. Den brauchen wir nicht mehr. Okay, ich beginne hier. Wow, wir haben echt viele Sachen. Pack dein Spielzeug ein, Kleines. Rein mit dir. Zeit zu schlafen. Dich darf ich nicht vergessen. Das klebe ich zu und dann ist die Kiste fertig gepackt. Ich bin fertig, Mami. Darf ich Klebeband haben? Natürlich. Wo soll ich nur anfangen? Oh, das klebt voll. Alles okay, Sophia? Oh nein! Ich bin gefangen, Mami. Hilf mir. Nicht bewegen. So ist's besser. Das könnte wehtun. Hab ich dich. Danke, Mom. Okay. Und weiterpacken. Einen Augenblick. Das könnte nützlich sein. Mit diesem Trick wird der Gebrauch von Klebeband einfacher. Stecke einen Kabelbinder durch die Klebebandrolle und ziehe es zu. Dann schneide die Enden ab. Das sollte helfen. Du kannst loslegen, Mami. Ich bringe das Klebeband an der Box an und fahre mit dem Kabelbinder nach unten entlang. Jetzt bist du dran. Wow, das ist eine schwierige Aufgabe. Es funktioniert, Mami. Das ist toll. Du bist eine große Hilfe. Was ist dieser Lärm? Es gibt ein Problem. Helft ihr mir? Das ist die beste Tarnung. Ziel gesichtet. Warum? Ich habe mein Bestes getan. Wie unfair. Hey, redet die Pflanze mit mir? Hier drüben. Ich? Komm hierher. Okay. Setz dich. Sorry, die Pflanze greift mich an. Was ist das Problem? Ich bin durchgefallen. Ich kann dir helfen. Sieh her. Wow, eine Eins? Das ist nicht kostenlos. Klar, wow. Danke, seltsame Fremde. Wie hast du das geschafft? Eigentlich sollte ich das für mich behalten, aber... Um immer eine Eins zu bekommen, brauchst du einen großen Stift. Benutze ein Skalpell, um den Radiergummi in ein Dreieck zu schneiden. Dann ritzt du eine Eins hinein. Tauche den Radiergummi in rote Farbe und teste den Stempel auf Papier. Siehst du, so einfach geht das. Wow, das muss ich mir merken, danke. Oh, das sind meine Freunde. Leute, seht euch das an, ihr könnt immer Einsen schreiben. Aus dem Weg. Das Geschäft boomt. Setz dich. Hier für dich. Das war's mir wert. Danke. Her mit der Bezahlung. Hey. Wow. Das ist nicht umsonst. Danke. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und falls du noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere lustige Videos wie dieses.